Bittet Gott und er wird euch geben. Willkommen zurück bei Kiki, Timo, Gott und du. Und ihr habt bestimmt auch Lust auf unser nächstes Geschichtenabenteuer? Sehr gut. Alles gleichzeitig. Timo und Kiki liegen im Bett. Draußen wird es langsam dunkel, doch die beiden können nicht einschlafen. Mama hat heute einen Bauernhof ausfindig gemacht, der kleine Meerschweinchen hat. Morgen wird Mama mit Kiki dorthin fahren. Dann darf Kiki eins aussuchen. Timo will kein Meerschweinchen, sie haben ja noch Dicky. Trotzdem möchte er Kiki beim Aussuchen helfen. Kiki stellt sich vor, wie das Meerschweinchen aussehen könnte. Porky, der letzte Woche gestorben ist, war schwarz und weiß. Er hatte glattes Fell, das sah schön aus. Jetzt hätte Kiki aber gerne Meerschweinchen mit einem wuscheligen Fell. Die hat Jana auch. Die sehen so lustig aus. Hoffentlich sucht sie ein Meerschweinchen aus, das gut zu Dicky passt. Und hoffentlich wird es genauso zahm wie Porky. Sie ist schon so gespannt. Timo hat eine Idee. Wir können ja Gott bitten, dass er dir morgen beim Aussuchen hilft. Dann kann gar nichts mehr schiefgehen. Kiki zögert. Ich weiß nicht. Ich glaube, Gott hat wichtigere Sachen zu tun, als mir beim Aussuchen zu helfen. Ach was, beruhigt Timo sie. Gott kann alles. Der kann bestimmt zu dem Bauernhof kommen und dir helfen und gleichzeitig andere Sachen machen. Sogar Mama kann 5 Sachen gleichzeitig. Dann schafft Gott das ja wohl mit links. Das stimmt. Mama kann telefonieren, dabei die Spülmaschine ausräumen, Maiken Joghurt aufmachen und Kiki einen Fehler bei den Hausaufgaben zeigen. Okay, dann beten wir aber zusammen, ja? Beide falten die Hände und schließen die Augen. Timo muss ein bisschen kichern, dann werden die Kinder ganz ruhig. Du musst es sagen, flüstert Kiki. Okay, brummt Timo. Lieber Gott, danke, dass du so viel gleichzeitig kannst und danke, dass du Meerschweinchen gemacht hast. Wir wollten dich bitten, ob du morgen zum Bauernhof kommen kannst und Kiki beim Aussuchen helfen kannst, weil wir dachten, wenn Mama so viel gleichzeitig kann, dann kannst du das doch bestimmt auch. Das würde uns wirklich sehr helfen. Danke, Amen. Timos Idee war richtig gut, Gott um Hilfe zu bitten. Er hat immer Zeit, egal welche Frage oder welches Problem wir haben. Wir können mit allem zu ihm kommen. Er ist für uns da. Und ich bin morgen wieder für euch da. Und darauf freue ich mich. Bis dann!